Liebe Schwestern und Brüder, wir haben von dem Mahl gehört im Evangelium, von dem vor allem morgen Abend die Rede sein wird in der Gründonnerstagsliturgie. Wie schwer ist es, mit Jesus Gemeinschaft zu haben? Der Judas, der Apostel Judas, ist aus dieser Gemeinschaft herausgefallen. Er hat sie von sich aus abgelehnt und verraten. Aber ich denke, einen jeden von uns beschäftigt in diesen Tagen die Frage, wie kann ich unter schwierigen Umständen Gemeinschaft mit Jesus haben? Selbst wenn die Umstände leicht sind, sodass man mit ihm zu Tisch sitzt, gelingt es nicht allen. Wie geht es unter schwierigen Umständen? Viele ringen momentan mit der Frage, wie werden wir Ostern feiern? Wie können wir Ostern feiern, so anders als sonst, so getrennt von der Gemeinschaft der Schwestern und Brüder und von der leiblichen Mitfeier der Sakramente in der Kirche? Das ist eine wesentliche Frage, die viele Menschen beschäftigt, und deshalb möchte ich mich jetzt in der Homilie dieser Fragestellung widmen. Wie geht man um, wenn Sakramente und vor allem die Eucharistie nicht erreichbar sind? Zunächst aber ein großes Wort des Dankes unseren Priestern, denn sie spenden nach wie vor die Sakramente, auch unter schwierigen Umständen. Freilich, sie feiern die Eucharistie nur im kleinen Kreis oder gar alleine. Aber sie finden Wege, um in dringenden Fällen die Krankensalbung und vor allem auch die Beichte zu spenden. Ich habe von vielen fantasievollen und durchaus klugen Möglichkeiten gehört, die alle notwendigen Hygienevorkehrungen beachten und dennoch Wege finden. Ihnen danke ich. Trotzdem bleibt die Frage nach der Eucharistiefeier. Wie können wir Ostern feiern, wenn wir nicht leibhaftig dabei sind? Über die geistliche Kommunion haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, und wir pflegen sie auch jedes Mal hier ausdrücklich bei der Heiligen Messe, auch heute wieder. Ich möchte aber jetzt etwas sagen über das Sakramentenverständnis im Allgemeinen. Die Lehre von den sieben Sakramenten hat sich im Lauf der Kirchengeschichte herausgebildet. Jesus hat das Wort Sakrament nicht in den Mund genommen, aber er hat die Sakramente dem Wesen nach eingesetzt. Sie gehen auf ihn zurück, aber die Terminologie hat sich erst in der Geschichte der Kirche entwickelt. Was sind sie, diese sieben Sakramente? Sie sind so etwas wie ein kirchliches Gütesiegel für das Handeln und die Gegenwart Jesu Christi. Die Kirche sagt mit ihrer ganzen Autorität: Liebe Gläubige, ihr könnt euch verlassen, dass in diesen sieben wirksamen Zeichen der Herr Jesus Christus leibhaftig handelt und gegenwärtig ist. Was jetzt das häufige Missverständnis ist, das lautet, dass die Kirche lehren würde, dass Gott sich auf diese sieben Sakramente beschränkt. Das tut er nicht. Die Kirche garantiert nur mit ihrer ganzen Glaubwürdigkeit, mit dem Erfahrungsschatz, den sie hat, mit ihrer Autorität, dass diese sieben Sakramente auf jeden Fall ganz gewiss das Handeln Jesu Christi verbürgen. Aber der Herr wirkt natürlich über diese sieben Sakramente weit hinaus. Gott ist nicht reduziert auf die sieben Sakramente, aber er verspricht sich in die sieben Sakramente. Doch sein Handeln bleibt weit darüber hinaus. Das ist uns ja auch geläufig.
Der Herr Jesus Christus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das gilt nicht nur für die Feier der Eucharistie, das gilt auch dort, wo Menschen gemeinsam die Bibel lesen, miteinander beten, füreinander beten, segnen. Das gilt auch für ihre Hauskirche in diesen Tagen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Oder ein anderes Wort des Herrn, das seine Gegenwart zuspricht. Was ihr dem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Wer Armen begegnet, begegnet Christus. Es ist keines der sieben Sakramente, aber es ist wirkliche Christusbegegnung. Nun, für dieses Ostern, für dieses Osterfest gibt es ein Qualitätssiegel, ein kirchliches Qualitätssiegel der Diözesanbischöfe. Sie haben gesagt, bitte wählen wir heuer diese Feierform aus größerer Liebe für alle, die gesundheitlich gefährdet sind und werden können. Bitte beten wir aus größerer Liebe heuer in unseren Familien und Häusern. Und ihr dürft sicher sein, der Herr Jesus Christus wird gegenwärtig sein. Er ist dann gegenwärtig. Freilich in einer anderen Form und Art und Weise, aber immer der eine Herr Jesus Christus. Es wird eine wirkliche Christusbegegnung sein an diesem Osterfest. Ich verstehe, dass es schwerfällt, sich auf das einzulassen. Und doch sind wir da nicht in einer neuen Situation. Auch den Zwölfen ist es schwergefallen, sich auf das einzulassen, was Jesus am Osterfest vorhatte. Judas hat sich verabschiedet, er wollte da nicht mittun. Verabschieden wir uns nicht, sondern sammeln wir uns für dieses Osterfest, um den Herrn Jesus Christus in ihren Familien und auch geistlich verbunden, um und mit all jenen, für die wir besonders beten wollen. Ich bin mir sicher, es wird eine besondere Möglichkeit uns geschenkt, die Tiefe des Osterfestes neu auszuloten und zu erfahren.